So, wir wollten jetzt eigentlich nach Süden. Aber da ja so viele Goblins rumtouren, sollten wir die vielleicht alle auch noch weg. Irks. Ja, Pfeil schießen. Boah. Das können wir auch. Kaputt. Da ist ein Hobgoblin und ein normaler Goblin. Da. Das kam aber von da hinten irgendwo. Ich glaube, so weit können wir nicht ordentlich schießen. Was allgemein ein bisschen unfair ist, aber na gut. Zing. Ein Goblin Lord, noch ein Goblin Lord. Und der Zauber kommt rüber in den Hügel, sehr schön. Und schießt daneben. Kajan. Nicht fliehen. Oh, warte mal, da hinten sind Schwertkämpfer. Nicht schon wieder. Ich will nicht aus Versehen die Schwertkämpfer treffen. Das heißt, ich sollte die jetzt von Hand anklicken. Also ich kann auch direkt auf einen Goblin zielen und dann linke Maustaste drücken, dann wird auch auf den geschossen und nicht auf das nächstgelegene Ziel, was dann ein Ritter sein könnte. So, also Hobgoblin. Piu, 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 piu. Einmal drücken, nochmal drücken, aufhören zu drücken. So, ihr seid nicht aggressiv, ihr räumt alle Goblins auf. Sehr schön. Warte mal ganz kurz. Wir haben da noch was Schönes. Magisches Auge. Das ist sehr praktisch. Wie ihr auf der Minimap sehen könnt, sehen wir jetzt die ganzen Leichen. Wir sehen Alliierte, also die Grünen. Und die Gegner in Rot. Plünder, 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 plünder. Da sollten wir nicht lang. Das ist garstig. Oh, das sind viele. Au. Jo. Weil die Goblins hocken hier auf diesen kleinen Schaltern da. Und jedes Mal, wenn die raufdrücken, passiert was. Also in die eine Richtung Feuerball, in die andere ein Blitzregen. So. Jo. Haben wir irgendwo Goblins? Da hinten. Da ist einer direkt vor uns, vorm Geschütz quasi. Weg, 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 weg. So. Und die kommen hinten gar nicht an. Okay. Auch nix. Du kommst mit. Nö. Also wirklich was erreichen tun wir nicht. Aber hier sieht doch was aus. Warum können wir das nicht aufmachen? Das ist jetzt. Ah, schon besser. Klick. Teil des Soldatentagebuchs. Lange schaffen wir es nicht mehr. Die Goblins haben von irgendeiner riesigen fliegenden Kreatur Verstärkung bekommen und fingen an, vom Himmel zu fallen. Okay. Nachdem wir das Fort eingenommen hatten. Ich glaube nicht, dass wir hier noch lange aushalten werden. Ich werde meine Frau und meine Familie vermissen. Oh, 1500. Das erkenne ich nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, das ist 100 Gold wert. Ja. Gut, Gold gab's hier. Aber, oh, Verstärkung. Da sind gerade ganz viele Goblins gespawnt. Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal zurück und lassen unsere Soldaten das machen. Also ich gehe irgendwie davon aus, dass es unsere Soldaten sind. Schließlich sind wir die Lords von Harmedale. Und kriegen gerade heftig eins auf die Nase. Lauf, 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 lauf. Du. Heilen. Ihn. Von der einen Gruppe in die nächste. Mist. Und die Heilerin ist K.O. Das ist auch nicht schön. Komm schon unterwegs, ein, zwei umbringen. Jo. Au, au, au. Wo ist zu Hause? Zu Hause ist im Nordwesten, okay. Lauf, 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 lauf. Au. Jo, Pfeil in den Rücken. Viele Pfeile im Rücken. Das tut irgendwie weh. So. Das Ganze strotzt Steinhaut und allem. Schlafen, schlafen. Jetzt ist der Zauberauge-Zauber leider weg. Ja,
Ich bin dafür. Wir versuchen das außenrum ein wenig auszudünnen. Und nicht mitten durchzulaufen. Na komm, geh weg. Kaputt. So. Mit. Und wir haben jetzt schon 2100 Goldmünzen. Das ist doch schick. Da ist die nächste Truppe. Ist auch ein Lord dabei. Ein Lord da. Hobgoblin, Goblin-Lord. Wie gerne hätte ich jetzt einen Flächenzauber. Die stehen immer so schön nah beieinander. Erst beide kaputt. Ding, 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 ding. Nur die Lords stehen noch. Und der Zauber geht mit durch. Wie viel hast du denn noch? Du bist bald kaputt. Du auch. Kaputt. Und der fliegt bestimmt gleich. Jo. So. Was kommt denn? Da habe ich eben gerade was lang luschern sehen. Genau dich. Taka, 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 taka. Haha, sehr schön. Oh. Und da kommt ein Pfeil von links. Wo zum Geier kam der Pfeil her? So. Da ist eine ziemlich große Truppe. Und unsere Ritter kämpfen immer noch. Okay, Enter. Also, ein Ritter da. Ein Ritter da hinten, der bald tot ist. Und da hinten kommen auch noch welche. Also schön hier alles kaputt machen. Huhuhu. Da hat noch viel Goblin-Schaden zu. Warum hast du da gerade nach rechts geschossen? So. Wir wollen uns nicht wieder mit den Einwohnern verscherzen. Vor allem sind es unsere Einwohner. Gott, Gott. Tack, 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 tack. Komm schon, bist du ein Stück nochmal da? Oh, warte mal. Unsere Druiden ist umgefallen. Das ist nicht so schön. Du steh bitte wieder auf. So. Ritter ist gleich tot. So. Jetzt müssen wir nicht mehr zurückhalten. Jetzt können wir einfach alles töten. So. Leichen einsammeln. Oh, ist das schön. 2500 Gold. Aber ich muss unbedingt Luftmagie lernen mit der Druidin oder mit der Lana. Weil ohne das Auge muss ich mich ja quasi am Sound orientieren, von wo die Pfeile angeschossen kommen. Autsch. Und das klappt nicht so gut, wie man sehen kann. So. So, nicht irgendwelche Knöpfe drücken da oben. Ja, genau ihr. So einfach. Haben wir schon wieder welche? Ist das wegen der fliegenden Kreatur? Ich sehe keine. Aber es scheinen immer neue Goblin-Truppen hier zu landen. Dabei sollten doch eigentlich erst kommen, wenn wir ein Lagerfeuer anzünden. Also so ein Signalfeuer-Ding. Komm, 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 komm. Aha. So, langsam mal Ruhe hier. Nein. Oh, zwei Goblin-Lords. Warte, 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 warte. Heilen dich. Zickzack laufen. Da ist die nächste Goblin-Truppe. Wir haben hier echt die miesesten Ländereien überhaupt bekommen. Das sind nicht nur ein paar Goblins, die ein Schloss eingenommen haben. Das ist eine ganze Armee. So. Also Nordwesten ist unser Anwesen. Nochmal schlafen? Nö. Also ein bisschen hochheilen, dann passt das schon. Wir machen ja auch mit dem Bogenschuh noch Schaden. Da hinten ist ein einzelner Goblin. Du wirst weggetackert. So. Oh. Okay, okay. Wir halten uns jetzt doch mal Richtung Süden, weil das hier ein bisschen auszudünnen ist mal nicht so schnell getan, wie ich dachte. Ich
dachte, ach ja, gehst mal ein bisschen außen rum, tötest ein, zwei Goblins und dann passt das schon. Aber wie ihr sehen könnt, ist das nicht so... Oh, oh, tadana. Nicht so leicht gemacht. Das heißt, der Plan ist jetzt eigentlich nach Süden durchzubrechen. Zu dem kleinen Dorf. Da dann hoffentlich die richtigen Mitgliedschaften zu erwerben. Das tut irgendwie weh. Und dann hier aufzuräumen. Au. Oh, die ist auch gleich K.O. Wenn das so knapp ist an der Ohnmachtsgrenze, dann kann das auch mal gut ins Auge gehen und einen richtigen Tod bedeuten. Warum schießt die alle? Ich hab doch gar nicht... Ich bin doch gar nicht in Sicht. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Komm, lauf, 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 lauf. Unterwegs wenigstens einen Goblin töten. Au. Au. Du heilen. Talana. Da, normaler Goblin. Nicht mal das. Lauf, 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 lauf. Ha, ein Goblin. 8 Goldmünzen schnell im Vorbeilaufen aufgesammelt. Ja. Da, Häuser, sehr schön. Ich hoffe mal, wir locken jetzt nicht die Goblin in die Privatbevölkerung. Nee, scheinen sicher zu sein. Okay, was haben wir hier so? Ein Mönch? Kaplan. Alles klar? Was machst du? Zaubert einmal pro Tag Segen für 2 Stunden auf Meisterrang. Nö. Bürger, der nichts macht. Koch. Koch haben wir gerade erst gefeuert. Flötenspieler. Seid gegrüßt. Zaubert einmal pro Tag Heldentum. Hm, boah. Jäger. Seid gegrüßt. Erhöht die Fähigkeit Monsterkunde aller Kriterium 4. Das ist so eine Fähigkeit, die ich nicht so wirklich sinnvoll finde. Schon gar nicht, um da richtig Punkte reinzusetzen. Denn das Einzige, was man sieht, ist, wie viele Lebenspunkte direkt die Gegner haben, welche Rüstungsklasse und so weiter. Aber so oder so muss man sie töten. Also, ob ich jetzt weiß, dass der in 2 Schüssen stirbt oder in 3, bringt mir jetzt nicht so viel. Ganz am Ende ist vielleicht noch praktisch, die Resistenzen rauszufinden. Aber dazu müsste man auf Großmeisterrang sein. Was mal eben ein paar 100 Skillpunkte bedeutet. Die tue ich dann noch lieber woanders rein. Erdmagie. Ja. Rebellion. Nein. Also hier sind schon mal weitere Trainer. Aber ich wollte eigentlich Mitgliedschaften erwerben. Genau, Wassergilde. Handel. Viele Händler aus ganz Erassia heuern Reisen an, um ihre Güter transportieren zu lassen. Wenn ihr hier etwas zusätzliches Geld braucht, immer, versucht einen dieser Händler zu finden und für ihn eine Lieferung zu übernehmen. Erdgilde, sehr schön. Und das scheint gleich einer dieser Händler zu sein. Braucht ihr ein wenig Gold? Ich kaufe Kisten mit tulearischem Holz und verkaufe Pfeilspitzen zu günstigen Preisen. Das kommt auf meine Liste. So, wo ist mein Stift? Da. Also. S von Harmondale. Also südlich von Harmondale. Kauft Holz. VK Pfeilspitzen. So. Nur wer kauft jetzt Pfeilspitzen? das werde ich jetzt nicht kaufen, bevor ich nicht weiß, wo das ist. Nachher ist das irgendwo in der Wüste oder sonst wo, wo wir nicht hinkommen und dann bringt uns das nichts. Also, schließen. So. Geistesgilde. Kopfjagd. Jeder, der etwas zusätzliches Geld verdienen will, kann in jeder größeren Stadt einfach in die Stadthalle marschieren und sich dort einen Auftrag als Kopfgeldjäger abholen. Die Stadträte sind immer in Furcht vor irgendeinem menschenfressenden Monster oder Räuber oder durchgedrehten Zauberer oder was auch immer. Und setzen Kopfgeldprämien auf die Kreatur aus, die ihnen in diesem Monat am meisten Ärger macht. Ihre Wahl geschieht ohne besonderes Verfahren und in keiner bestimmten Reihenfolge. Also probiert gar nicht erst ein System zu entdecken. Dafür zahlen sie aber gut. Hm. Also wahrscheinlich für uns jetzt nicht so interessant. Denn wir kennen noch nicht besonders viele Kreaturen und wüssten gar nicht, wonach wir suchen müssten. Aber später, ja, doch. Hallo, ich bin Bartholomew Hume, Meister des Klosters. Kann ich euch mit irgendwas helfen?
Initiierter?